Der Jude Nathan hat Schreckliches erlebt. Im Stück erzählt er vom Mord an seiner Familie. Ihr wisst wohl aber nicht, dass wenig Tage zuvor in Gat die Christen alle Juden mit Weib und Kind ermordet haben. Doch Nathan widersteht dem Hass und nimmt das christliche Waisenmädchen Recha als Pflegetochter auf. Menschlichkeit ist wichtiger als Religion. Diese Botschaft vermittelt Gotthold Ephraim Lessing mit seinem Stück, das Ostern 1779 erscheint. Viele Leserinnen und Leser reagieren ablehnend. Seine Freunde sind begeistert. Lessing und seine Figuren fordern bis heute heraus. Er ist also ähnlich geschickt wie Nathan, indem er ein Stück schafft, ein parabolisches, ein Thesenstück, was nachdenklich macht und uns eigentlich den Ball zuspielt, darüber nachzudenken, ob nicht alle drei Religionen ihre Vorteile haben und ihre Kraft. In Nathan der Weise geht es um mehr als Toleranz. Es geht um die Anerkennung aller Religionen. Lessings Stück berührt gerade in Zeiten religiöser Auseinandersetzungen. Im 18. Jahrhundert genauso wie heute.